Er war Maler, er war Schreiber, er war Journalist. Salut Bissomme. Er hat Elsass Theater gegründet. Er hat die Straßburger Neid-Zeitung gegründet. Er hat sehr viel Sorge gemacht. Heute tun wir uns an den Gustav Stoßkopf interessieren. Die elsässische Kultur hat ihm viel zu bedanken. Vor 150 Jahren ist der Gustav Stoßkopf in Brumt geboren. Sein Vater hat will haben, dass er das Familienbetrieb übernimmt. Er hat solle Gerber werden. Aber sein Schicksal hat ihn auf Paris geführt, in Kunstschule. Son père l'avait pris comme apprenti. Et Gustave raconte dans ses souvenirs que c'était absolument horrible. Mais il commençait déjà justement à faire de la peinture. Et une voisine, donc sachant que le peintre Louis Schützenberger de la famille des Brasseurs était en vacances à Weyersheim, a convaincu les parents Stoßkopf de montrer ses premiers travaux donc, au maître. Et quand il a vu ses dessins et ses peintures du jeune Gustave, Schützenberger a dit « on dirait un Holbein ». Et il a dit, il faut absolument encourager ce jeune homme, il faut lui faire faire ses études. Der Gustav hat 4 Jahre in Paris studiert. Dort hat er gelernt malen. Und er hat hauptsächlich das Theater entdeckt. Nach seiner Pariser Zeit ist er wieder ins Elsass gekommen. Umrahmt von jungen Künstlern hat er in Straßburg einen Kunsthofe gegründet und hauptsächlich das elsässische Theater. Angst vom 19. Jahrhundert hat sich eine ganze Bewegung gegründet mit vielen Künstlern, wie gemerkt haben und wie auch haben merken wollen, dass man eine besondere Identität hat. Also man ist zwar Franzosen, wir sind Deutsche, aber wir sind vor allem Elsasser. Und es gibt eine Besonderheit in unserer Region. Und das haben die vielen Künstler in Rondheim, den Stoßkopf, wollen zeigen, wollen bringen und wollen zur Geltung bringen. Ein Spacker, wenn er so gut will, sind noch mehr große, gefallen tun. Nehmen wir einen Ausblick an, ich muss mit einer Küche tanzen. Der Herr Mayer ist am allerersten Mal in Straßburg gespielt worden. Das war 1889 im Stadttheater. Ein Meisterwerk, wie vom Gustav Stoßkopf geschrieben ist worden und wie später ins Kino gekommen ist. In Paris ist er in viel Theater gegangen. Und es ist ein Admirateur vom Vaudeville. Und da hat er ein paar Stücke geschrieben in dem Sinn. Aber sein erstes Stück, der Herr Mayer, das hat er um sich herum gefunden. Er hat die Charakter gesehen auf dem Land, in der Stadt. Und das hat er im ersten Stück gemacht. Der Herr Mayer ist ein großer Erfolg. Ein Theaterstück, wie vor dem Kaiser Wilhelm II. Gespielt wurde. Il a beaucoup ri, paraît-il. À la fin, il a décoré mon grand-père de l'Aigle Rouge de 3e classe, ce qui était une sorte de clin d'œil, puisque vous savez que dans le Hermer, le maire est à la recherche d'une distinction. Mais cette décoration a en quelque sorte compromis mon grand-père vis-à-vis naturellement des plus francophiles en Alsace. In Salere Zeit haben sich Franzose und Deutsche ums Elsass bestritten. Der Gustav Stoßkopf war ein Pazifist und sogar ein Europäer. Nach seinem Tod ist er mehr oder weniger vergessen worden. Für seinen 150. Geburtstag organisiert seine Heimatstadt verschiedene Veranstaltungen. Ja, wir machen Manifestationen, Theater, das sind Theaterstegel. Wir haben noch nie gekommen, wie auch davon reden. Und sein Petit-Fils wohnt in Brümt. Und Familie Stoßkopf, Petit Epps in Brümt. Donc, es ist wichtig, dass wir das machen für Brümter, aber auch, dass wir das machen für die ganze Region, für das ganze Elsass, weil wieder im Elsass für das Elsass viel gemacht hat. Die Huldigung fängt den nächsten Monat an. Vom 1. März bis am 30. April im Espace La Fibule in Brumt gibt es eine Ausstellung Stoßkopf, l'Alsacien zu sehen. Alle Datum finden Sie im Internet.